vier Tools, vier Methoden, die du nutzen kannst, um Bewerber besser anzusprechen im Internet über Social Media. Vertriebsfunk. Mein Name ist Christopher Funk. Herzlich willkommen zum Podcast zu den Themen Vertrieb, Recruiting und Karriere. Schön, dass du da bist. Heute geht es um vier weitere Tools, die du nutzen kannst, um Kandidaten, um Bewerber im Internet direkt anzusprechen. Also das ist jetzt der letzte Teil einer Serie, wo wir das Recruiting ABC gesprochen haben. In einem Teil, den findest du hier auch im Archiv, da habe ich über die Grundlagen gesprochen. Also was musst du im Mindset ändern, um jetzt im Internetzeitalter adäquat mit Bewerbern umzugehen und dort halt die richtigen Menschen anzusprechen und für dich zu gewinnen. Das ist mega wichtig. Und dann haben wir drei Schritte besprochen, A, B und C, wie du jetzt Bewerber im Internet besser erreichen kannst. Das erste ist A gewesen, deine Arbeitgebermarke, da gibt es ein Video zu, kannst du dir anschauen. Das zweite ist, wie du als Push deine Nachricht an die Zielgruppe bekommst mit vier coolen Hinweisen. Und das dritte ist, das erkläre ich dir jetzt, das sind vier Tools, wie du eher als Pull, wie du direkt auf Kandidaten zugehen kannst. Kannst du hier nochmal sehen, also wie du deine Marke im Internet aufbaust, wie du als Push arbeiten kannst und jetzt, wie du mit Pull-Maßnahmen Bewerber und Kandidaten direkt ansprechen kannst. Okay, welche Optionen gibt es da? Das erste, das kennst du wahrscheinlich, ist dir vielleicht selber schon passiert. Das ist die Xing- und LinkedIn-Direktansprache. Das heißt, du überlegst dir, wer könnte denn jetzt die richtige Person für diesen Job sein, für die Stelle, die du ausgeschrieben hast. Und du gehst dann bei Xing und LinkedIn auf die Suche. Und wenn du jemanden findest, dann kannst du ihm eine Nachricht schicken, eine Kontaktanfrage. Wenn er nicht in deinem Netzwerk ist, du schickst eine Kontaktanfrage, kannst du per LinkedIn machen. Bei LinkedIn nur eingeschränkt, bei Xing relativ uneingeschränkt. Also gibt es eine beschränkte Kontaktzahl, aber du kannst es auf jeden Fall machen. Ich würde auch dir raten, jetzt nicht hunderte oder tausende Leute anzuschreiben. Und dann kannst du eine Nachricht schreiben und sagen, ich hab ihr Profil bei Xing oder bei LinkedIn gesehen und ich habe eine interessante Position in meinem Unternehmen, in meinem Team. Und dann muss man nicht sagen, hier hast du keine Lust, dich bei mir zu bewerben, sondern man könnte zum Beispiel auch sagen, und ich sehe, dass du das und das, dass sie das und das hier machen oder dass du das und das hier machst. Das passt sehr gut zu den Sachen, die wir machen. Und deswegen wollte ich dich fragen, kennst du nicht jemanden? Kennst du nicht jemanden aus deinem Netzwerk, aus deinen ehemaligen Kollegen, für denen die Position bei mir spannend sein könnte? Das ist ein bisschen smarter, nicht so direkt mit der Faust auf die Nase. Das kann funktionieren. Also deine eigene Direktansprache ist natürlich aufwendiger. Viele Leute werden gar nicht reagieren. Ein paar Leute werden auch vielleicht unangenehm reagieren, aber das funktioniert. Das kannst du machen. Also es gibt viele Headhunter, die so arbeiten. Die haben dann halt die Tools, die haben den Talentmanager bei Xing oder das entsprechende Tool bei LinkedIn und die sprechen hunderte oder tausende Leute automatisch per Mail an und rechnen sich einfach aus, okay, wenn ich 1000 Leute anschreibe, dann melden sich halt irgendwie x Prozent zurück und so kriege ich meine Stellen besetzt. Ne? Du kannst das viel gezielter machen, das würde ich dir empfehlen, viel persönlicher und das kann sehr, sehr gut funktionieren. Du musst es halt wirklich auch persönlich machen. Also kein Massenbrief. Das ist die Xing-LinkedIn-Ansprache. Du kannst eine eigene Facebook-Gruppe machen. Ist ein bisschen aufwendiger, hat aber sehr, sehr viele Vorteile. Dazu werde ich nochmal einen eigenen Post machen. Wenn du schon eine Facebook-Gruppe hast zu diesem Thema oder wo du halt Bewerber oder Interessenten sammelst und mit denen kommunizierst, schick mir gerne deine Erfahrungen, können wir gerne aufnehmen, weil dazu wird es nochmal eine eigene Folge geben, wie man Facebook-Gruppen nutzt, um intelligent zu rekrutieren. Das dritte ist, das ist mega, mega wichtig, Mitarbeiterempfehlungen. Nutze Mitarbeiterempfehlungen. Wenn du ein Unternehmen hast mit mehr als 10 Mitarbeitern, warum nutzt du nicht deren Netzwerk, um interessante Leute zu finden? Und es gibt ja immer die Regel, gute Leute kennen gute Leute. Ne? Also gute Leute befinden sich im Netzwerk von anderen guten Leuten. Das heißt, wenn du gute Mitarbeiter darauf ansprichst, hier kennst du nicht jemanden, der so ist wie du, der auch einen tollen Job im Vertrieb macht, dann kann das sehr, sehr gut funktionieren. Ne? Dazu gibt es auch Tools, die du einsetzen kannst. Das ist natürlich vereinfacht, dann, dass die Leute das auch in ihren Social Media teilen. Da gibt es übrigens auch eine Podcast-Folge zu und ich glaube auch ein Video, wie man das machen kann. Das verlinken wir hier auch. Pack das in die Shownotes rein.
Und also Mitarbeiterempfehlungen nutzen, also einfach mal, dass erstmal alle Leute überhaupt wissen, wen du suchst und was du suchst, ne? Und dass man die auch dazu animiert, das weiterzutreiben und im nächsten Schritt vielleicht auch ein Tool einsetzen, dass sie das in Social Media und in ihrem Netzwerk teilen können und dass du es auch zurückverfolgen kannst, von wem dann die Bewerbungen gekommen sind, kann sehr, sehr machtvoll sein. Also es gibt Unternehmen, die teilweise 80, 90% ihrer Stellen nur über Mitarbeiterempfehlungen besetzen. Also das kannst du auf jeden Fall mal ausprobieren, für dich nutzen. Und das Vierte ist, ja, das muss ich ja sagen, ich bin ja selber Headhunter für Vertrieb. Das heißt, wir unterstützen ja Unternehmen dabei, die richtigen Verkäufer zu finden, ist tatsächlich die klassische Direktansprache. Da würde ich dir allerdings empfehlen, das nicht selber zu machen. Also das bedeutet, die Leute wirklich anzurufen am Arbeitsplatz. Das kann für Unternehmen, also grundsätzlich ist das machbar. Es kann halt öfters mal zu Abmahnungen führen, aus wettbewerbsrechtlichen Gründen. Wir als Headhunter dürfen das in klar begrenzten Maßen. Und wir machen das auch ganze Zeit. Wir nutzen natürlich auch alle anderen Tools. Also alle Tools, die ich dir vorgestellt habe, nutzen wir, um für unsere Kunden die richtigen Mitarbeiter zu finden und anzusprechen. Und wenn du sagst, okay, ich komme nicht mehr weiter, ich will es nicht selber machen, auch dazu habe ich schon ein paar Folgen aufgenommen, dass oft ein Headhunter die allereinfachste Lösung ist, um das zu machen. Es kostet halt mehr Geld, als wenn du es selber machst. Aber es gibt auch Studien, die sagen, dass wenn du eine Stelle besetzt und den Aufwand, den du treibst, dass du 50 bis 100% eines Jahresgehalts ausmachst, wenn du es selber machst. Und da fängt man an, manchmal darüber nachzudenken, ob es nicht mehr Sinn machen kann, das outzusourcen. Das waren die vier Tools bei Pull. Also das erste ist Xing und LinkedIn. Das zweite ist eine eigene Facebook-Gruppe. Das dritte ist Mitarbeiterempfehlung. Das vierte ist ein Headhunter einschalten. Wenn du nur zwei oder drei davon für dich einsetzen kannst, ausprobierst, kommst du schon mal weiter. Wie das genau geht, findest du in den anderen Videos oder in dem zur Gruppe mache ich noch mal eins. Das kündigen wir dann auch an. Also auch da wirst du einen riesen Fortschritt machen, wenn du dich mit diesen Themen beschäftigst. Das war diese Folge. Empfiehl uns weiter. Ich freue mich natürlich auch auf dein Feedback. Was waren deine Erfahrungen? Was hat für dich funktioniert? Was hat nicht funktioniert? Super wichtig. Also die Erfahrungen fließen auch immer wieder in den Podcast ein und in die Videos. Wenn dir das gefallen hat, dann abonniere doch bitte den Kanal. Einfach hier auf dem Button. Freue mich, dass du dabei gewesen bist. Freue mich auf das nächste Mal mit dir. Und bis dahin, gib alles. Dein Christopher Funk.